Dieser Renntag wird Ihnen präsentiert von trotto.de. Klasse Wetter, spannende Rennen und sogar Meisterbesuch. Auf der Trabrennbahn in Mariendorf war wieder viel los. Der frisch gebackene Trabrenn-Weltmeister Rick Ebbinge konnte nach 24 Wertungsläufen, die auf 5 verschiedenen Bahnen in Schweden ausgetragen wurden, den Titel holen. Wir haben vielen 20 Rennen gefahren und er war ganz gut, war gut organisiert und er war ein tolles Erlebnis. Die Stärken von den ihm zugelosten Pferden wusste der Niederländer gut einzuschätzen. Seine Taktik richtete Ebbinge dann entsprechend danach aus. Der eher von außen ruhige Weltmeister holte als erster Holländer in 50 Jahren WM-Geschichte den Titel des besten Trabrennfahrers der Welt. Der 8-malige deutsche Meister Michael Nimczyk hingegen holte nur den 10. Platz. Etwas kleine Fehler gemacht, aber er war nur kleiner und das sind immer Punkte, die man besser kann machen und das war für mich auch so. Aber ich habe vielleicht ein bisschen Glück gehabt mit den guten Pferden, dass alles gut geklappt hat. Nicht nur in Schweden, sondern auch auf der Trabrennbahn Mariendorf durfte man sich auf den Weltmeister freuen. Beim 5. Rennen, beim Warm-up zum Buddenbrock-Rennen, war er mit der Nummer 6, Felten von Flevo, und Michael Nimczyk mit der Nummer 3, La Grase, favorisiert. Montero ist vorne, Josef Franzl schaut sich die ganze Zeit um. Dahinter außen Felten von Flevo, La Grasse Wähler von Felten von Flevo. In der Distanz, Montero ist vorne, löst sich auf den letzten Meter. Dahinter La Grasse, Otero, Josef Franzl, hoch überlegen. Otero, der gewinnt das eindrucksvoll. Otero, unangefasst vorn. Keiner der beiden Favoriten konnte also das mit 10.000 Euro dotierte Rennen der Dreijährigen gewinnen. Josef Franzl mit Otero, dem Bujas Crown Zweiten, schaffte es als Erster durch das Ziel. Ich bin dann im ersten Bogen, Ausgang der ersten Bogen in Front gefahren. Und es kam ein Gegner, der wollte einmal testen, ob ich einen vorbeilassen, aber ich wollte keinen, ich wollte von vorne fahren. Auch beim letzten Highlight des Tages, im zweiten Lauf der Goldserie, welcher mit 15.000 Euro dotiert war, ging es heiß her. Hier waren 4- bis 7-jährige Pferde gefragt, unter den Favoriten Weltmeister Binge mit Rubino, der Nummer 7, und Viktor Gentz mit Gustafsson B, Nummer 5. So, wir müssen versuchen, einen guten Start zu haben und dann ist das eine offene Rennen, glaube ich. Aber meine Pferd ist ziemlich gut. Azimut, Josef Franze, der schaut sich um und er geht schon überlegen vorbei. Azimut ist vorn. Azimut dahinter Rainbow, Diamant und Urbano. Azimut mit gespitzten Ohren gewinnt er das. Dahinter Rainbow, Diamant, dritter wird Urbano. Unglaublich, es sollte ein Josef Franzl-Tag sein. Er schaffte es mit Azimut, dem letztjährigen Breeders' Crown-Sieger, wieder souverän als Erster durchs Ziel. Ich konnte lange warten, wechselte auf der Überseite in die zweite Spur. Vor mir wechselte dann Herr Weberinger auf die zweite Spur. So bekam ich wieder ein Zugpferd bis zu den letzten 300 Meter. Und dann ergriff ich selber die Initiative. Er wartete schon, bis er los darf. Somit ging wieder ein toller Renntag zu Ende. Das macht doch Lust auf mehr. Die Vorfreude steigt auf das diesjährige Traber Derby 2019 auf der Trabrennbahn in Mariendorf. Dieser Renntag wurde Ihnen präsentiert von trotto.de.